Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Jubo, das Let's Play mit mir, Mintmir von den Junkie Monkeys, Folge Nummer 95, und wir haben ein folgendes Problem. Wir sind zwar auf dem Rückweg jetzt von Amerika nach Europa, aber also ich bin noch kurz vor Frankreich, aber ich glaube, wir schaffen es nicht mehr. Wir müssen dann gucken, weil unser Dieselkraftstoff ist quasi fast alle. Wir haben noch einiges an Kilometern vor uns. Eventuell müssten wir dann, glaube ich, auf die E-Batterien umschalten. Und die letzten Meter segeln, auf gut Deutsch gesagt. Ne? Aber das wird schon. Das wird schon. So, okay, ich zeige euch das hier nochmal. Nahrungsmitteltechnisch sind wir auch schon ziemlich schlecht dran. Wir haben noch für 300 Kilometer Kraftstoff, 2%. Ich habe jetzt die Kitty rangeschickt an die Dieselmotoren und die Matrosen dazu, damit wir der Sache vielleicht so ein bisschen entgehen können. Nicht, dass wir hier wirklich auf Grund liegen oder segeln müssen. Aber es könnte sein, so wie es aussieht, doch, wir schaffen es vielleicht noch. Wir schaffen es noch. 100 Kilometer. Es wird eng. Es wird eng. Aber jetzt sind wir im Hafenbereich. Küste Nordostatlantik und gleich sind wir in La Rochelle und dann haben wir es endlich geschafft. Wenn man bedenkt, wir sind mittlerweile 85 Tage auf dem Weg gewesen, ist ja eigentlich noch weitaus mehr. Wenn ich berechne, das ist ja eigentlich nicht mal unser Heimathafen hier. Ne? Das ist es ja nicht. Das ist ja nicht mal unser Heimathafen. So, aktuelle Reichweite 20.000 Meter. Das stimmt aber nicht so genau, glaube ich. Na gut. 10 Kilometer. Okay, es wird wirklich eng. Mal schauen. Sind wir jetzt. Ich bin mal gespannt. Was haben wir denn? 5 Kilometer schaffen wir jetzt noch. Vielleicht sollten wir unsere Kitty mal schnell wieder die Dieselmotoren holen. Dann schaffen wir vielleicht ein bisschen mehr. Kraftstoff ist bei 0%. Wir gehen mal schnell auf kleine Fahrt. Na, was ist los hier? Das Spiel hat einen kleinen Hänger. Jetzt. Ach, so müde. Wir gehen mal auf kleine Fahrt. Und 0 Meter. Kraftstoff ist alle. Wir fahren noch, komischerweise. Obwohl wir gar keinen Kraftstoff mehr haben. Vielleicht holt Kitty jetzt die letzten Reste raus. Es ist natürlich äußerst interessant, dass wir noch fahren, obwohl wir gar keinen Kraftstoff mehr haben. Ich hoffe, das ist nicht ein Fehler im Spiel. Das wäre nämlich so ziemlich ärgerlich. Würde ein bisschen an der Realismus schrauben. Das wäre jetzt nicht so, ne? Pralle, sage ich jetzt einfach mal. Weil im Endeffekt ist der Kraftstoff leer. Und jetzt stehen wir. Doch! Jetzt stehen wir. Dieselkraftstoff ist leer. Aha, scheiße. Okay, dann würde ich mal sagen, wir werden die letzten paar Meter wohl mit der E-Maschine fahren müssen. Wechseln auf E-Motor. Und hoffen, dass wir jetzt vorankommen, die letzten paar Meter noch. Mit der E-Maschine. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Wir schleppen uns quasi mit den Batterien in den Hafen rein hier. Kurs setzen. Schneller, schneller. Wir müssen schneller jetzt machen. Batterien sind voll. So, jetzt gehen wir wieder auf kleine Fahrt.
So, Kontakt. Und dann schaffen wir es. Zack, rein in die Brücke. Rein in den Hafen. Sehr schön, dass das noch klappt. Hätte ich nicht gedacht. Gerade so, Kraftstoff leer. Aber wir schaffen es, Gott sei Dank, noch in den Hafen rein. Wir haben es geschafft. Wir sind im Hafen. 85 Tage, 22 Stunden. Plus die 30, 40 Tage, die wir eigentlich von unserem Heimathafen generell entfernt sind. Aber La Rochelle wird nur für uns zum Aufladen sein. Das wisst ihr. Denn wir müssen ja nach La Spezia zurück. Das heißt, wir müssen nochmal durch den Graben von Gibraltar ins Mittelmeer wieder rein. Aber jetzt müssen wir erstmal aufladen. Definitiv aufladen. Erstmal ein bisschen Werkzeug rein hier. Wir fangen ganz klein an. Wir haben ja quasi alles verbraucht. Die Platten packen wir auch uns komplett mit. Die nehmen wir alle mit. So lebensmitteltechnisch alles her. Wir haben nämlich auch so gut wie nichts mehr. Wir haben nur noch ein bisschen Obst und ein paar Kartoffeln in der Küche. Ein Wunder, dass es da keine Molterei gab. Hier, Käse. Käse ist immer gut. So, Ausrüstung haben wir. Lebensmittel haben wir. Munition, Deckgeschütz haben wir ja auch ein bisschen was verbettelt. Da müssen wir gleich erstmal wieder nachladen. Kraftstoff. Einmal auftanken, bitte. So, und Torpedos ist ja auch einiges abhanden gekommen. Da werden wir jetzt hier wieder die T3 uns reinpacken. Ne, wir können ja nicht ohne Torpedos Richtung Mittelmeer fahren. Vielleicht finden wir da ja irgendwas Interessantes. Jetzt sind die natürlich nicht genug T3. Ärgert mich. Hinten packen wir wieder ein T5 rein. Gegenstände. So, Kaffee. Wir brauchen Kaffee. Das ist das wichtigste Gut. So, dann werden wir erstmal verladen jetzt. Das dauert ein paar Tage. Was brauchst du, Herr Kaloy? So, zeig mir mal, was du gelagert hast. Wir müssen jetzt wirklich noch mal gucken wegen Torpedos. Oh, keine T3s mehr, ne? Doch, hier ist noch einer. Ah, hier, T3. T3. Und ansonsten haben wir hier halt nur noch viele T5s. Dann nehmen wir halt, wohl oder übel, T5 noch mit. So, lebensmitteltechnisch. Das könnten wir alles auffüllen nochmal. Das, was hier, dass wir die voll kriegen. Kartoffeln. Rind. Käse können wir uns vollpacken. Und Fisch. Das sieht gut aus. Okay, dann werden wir diese 3 Tage jetzt auch noch überspringen. Gucken mal in die Kombüse, wie es da jetzt aussieht. Weil wir müssten ja auch ein bisschen was zum Kochen reinpacken. Und dann sehen wir weiter. So, Post verlassen vorhin. Komm her, du musst dich jetzt mal ein bisschen um die Lagerverwaltung kümmern. Wir müssten auch die Platten jetzt mal in den Ventilator reinschmeißen, dass wir wieder Luft kriegen hier. Hänge fest. So, zack, öffnen. So, Ventilator, alles rein. Zack, Platten sind drin im Ventilator. Das ist schon mal gut. Kombüse, was haben wir denn da alles? Okay. Diese Routine bringt mich um. Ich kenne das. Jeden Tag das Gleiche. Ja, ich weiß, was du meinst. So, hier packen wir nochmal Kartoffeln zu, um die voll zu kriegen. Das sieht doch soweit ganz gut aus eigentlich. Ja, das gefällt mir. Das lassen wir so. Ersatzteile habe ich am Start. Jetzt müsste ich nur mal kurz gucken, wie sieht denn das allgemein aus hier. Okay, Filter sind natürlich alle für den Arsch. Herr Kaloy? Vor allen Dingen der von Dufti. Du brauchst jetzt hier keine Torpedos vorheizen. Wir müssen uns jetzt wieder wappnen, mein Freund.
weil es geht bald wieder weiter. So. Ach nee, das ist vorne gewesen mit den Filtern. Wenn wir den auch gleich verkaufen. Diese Routine bringt mich um. Jeden Tag das Gleiche. So, du raus, du rein. So, dann. Herr Kaloy? Bounty hat gar keinen Filter mehr. Der hat ja gar keinen Filter mehr, der Bounty. So, zack, jetzt hat der Bounty auch wieder Filter. So, okay, du hast noch 95 ist gut, 99 ist gut, 100 Filter sind erledigt. So, dann müssten wir aber jetzt noch mal zu unserem Materialtypi hier und müssten da noch mal ein bisschen was einpacken. Und zwar erstmal an Gegenständen, der Filter wird verkauft. Okay, geht nicht, da muss ich erstmal den so packen. Kann ich den nicht verkaufen? Doch, so. Zack, dann packen wir hier mal ein paar neue Filter rein. Die werden wir brauchen. So, Torpedos war alles geladen. Kraftstoff haben wir. Munition ist an Bord. Lebensmittel. Lebensmittel. Okay, wir könnten jetzt hier noch ein paar Rindfleischdosen reinpacken. Und Kartoffeln passen auch noch ein paar. Das sieht soweit ganz gut aus. So, Ausrüstung. Da packen wir uns nochmal. Oder halt, könnte ich die Absorderplatten alle reinpacken? Schauen wir gleich mal. Auf Wiedersehen. So, dann nehmen wir uns unseren Foil. Foil, aufstehen. Faule Bazille. Wir müssen mal hinten zum Lager. Ach nee, halt, ich muss erst die Zeit überspringen, fällt mir gerade auf. Ich muss ja erst die Zeit überspringen. So, voll. Einmal Lager. Gucken wegen den Platten, ob wir die noch in den Ventilator so reinschieben können. Wäre natürlich cool. Okay, 40 Stück gehen rein. Müssen wir uns merken. Und die 9 Stück verkaufen wir jetzt gleich wieder. Dafür nehme ich dann lieber noch mal Werkzeug mit, also Ersatzteile. So. Transferieren und zack, einmal transferieren. Der kann weg, da brauchen wir 5 neue Arztkörper für. So sieht das gut aus. So, verlassen, auf Wiedersehen, dann verladen wir das. Das dauert 40 Minuten. So, halt, wir haben jetzt ja so ein Problem, ich brauche Matrosen. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir haben ja 3 Matrosen, haben es nicht geschafft. Und hier haben wir auch jetzt noch ziemlich viele kaputte mit an Bord. Ich glaube, die sollten wir mal austauschen. So, dann nehmen wir dich mit. Was haben wir denn jetzt hier noch? Wir haben hier gar nichts mehr. Den werden wir jetzt, glaube ich, entlassen. So, Entlassung und Tschüss. Besatzungsmitglieder verwalten. Heinz Blume, Entlassung, bestätigen und Tschüss. Rekrutierungsakten. Dann werden wir jetzt mal ein paar Matrosen rekrutieren. Dass wir da jetzt mal ein bisschen Nachschub haben an Personal. So, verlassen, Besatzungsmitglieder verwalten. Okay, dann nehmen wir dich. Ey, was ist los hier? Besatzungsmitglieder verwalten. Ach, die haben automatisch aufgefüllt. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Okay, pass auf, der hat automatisch aufgefüllt, das ist gut. Hier haben wir noch einen kaputten. Wo kommt denn der her? Ich habe den doch alle aussortiert. So, dann werden wir den jetzt hier noch rausschmeißen. Und tschüss. Tut mir leid, auch die Kranken müssen raus. So, okay, wir sind besetzt. Dann werden wir jetzt schon mal unseren Kurs bestimmen. Legen Sie den Kurs an. Und dann werden wir Richtung Mittelmeer tigern.
Das wäre vielleicht ganz cool, wenn wir das mal machen würden. Kurs auf diese Dass wir so Koordinaten langsam setzen. mal unsere Mission beim BDU auch abgeben. Und Kette. Schneller, schneller! So, dann können wir Erkannt. jetzt hier auch mal wieder ein paar Matrosen zuteilen. Jawohl, jawohl. So, Kapitän. Foyle braucht auch noch einen Matrosen. Herr Kaloy. Und Nico sorgt beim Rausfahren für die musikalische Unterstützung. Wir könnten eigentlich auch AK rausfahren. Treibstoff haben wir jetzt ja. Dass wir jetzt hier schon mal den Bereich verlassen. So. Oh, ich sehe gerade, wir sind noch auf E-Maschine. Wechseln auf Dieselmotor. Das wollen wir ja nicht. Und ich denke mal, wir haben es uns jetzt wirklich langsam verdient, den Heimathafen anzulaufen. Ein bisschen rauszoomen. Das geht jetzt ziemlich flott gerade. Gut, wir sind ja auch AK unterwegs. Und dann werden wir uns auf den Rückweg machen, ins Mittelmeer. Denke mal, kleine Fahrt reicht. Weil Gibraltar wird noch mal lustig, da wieder durchzukommen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Ah, Kapitän. oha, was ist denn hier los auf der Karte? Ich sehe das gerade. Die tunesische Kampagne ist beendet. Das ist natürlich jetzt eine Hausnummer. Hätte ich jetzt so nicht gedacht. Und die Offensive der Roten Armee geht auch immer weiter. Wenn ich bedenke, wir waren mal hier unten. Hier ist Stalin gerade irgendwo. Also wir werden schon ordentlich zurückgedrängt. Mal schauen, wie das jetzt weitergeht. Ne? So, dann werden wir jetzt vor den Hafentiger, vor Gibraltar-Tigern, dass wir da durchkommen. Und dann hoffen wir mal, dass wir da uns schnell durchziehen können. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Bestätigt. Ne, und dann werden wir da durchziehen, dass wir dann Richtung Heimat kommen. So, kurz vor Gibraltar. Ich würde sagen, hier machen wir Schluss und beim nächsten Mal machen wir weiter. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Es war ein bisschen mehr erzählen und ein bisschen mehr aufladen und dies und das gehört aber mit dazu zum Spiel. Da müsst ihr durch. Tut mir leid. Wie gesagt, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst von U-Boot. Ich verabschiede mich von euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!